Servus, auch von mir. Ich bin der Herz-Andi. Ich habe extra mal nachgeschaut. Also meinen ersten Vortrag hier habe ich 2007 zusammen mit Harald Görl gehalten. Einige von euch kennen den Harald wahrscheinlich auch noch. Also schon lange hier dabei, freue mich auch mal wieder zu kommen. Genau, ich selber arbeite bei Samos Networks, bin der DevOps-Engineer und arbeite nebenbei auch schon seit mehreren Jahren bei der OSF, die für Suricata zuständig ist. Und ganz kurz noch zwei Worte zu Stamos Networks. Wir machen für Enterprise-Kunden, ja. Bisschen lauter. Bisschen lauter, gerne. Das Mikrofon ist ja da. Ja. Genau, ich arbeite für Stamos Networks und Stamos Networks bietet Security Appliances für Enterprise-Kunden an, bietet aber auch relativ viele Open-Source-Projekte, gerade für kleinere Unternehmen oder Privatleute. Habe ich euch hier meine Liste mitgegeben. Wir werden heute primär über Selx sprechen. Aber es gibt auch ein paar andere Open-Source-Projekte, die wir betreuen. Wir sind auch in der Suricata-Entwicklung mit involviert und sind ein weltweites Team. Alle arbeiten von zu Hause aus. Es gibt keine Büros, es gibt nur ein Rechenzentrum und weltweit verteilt. Genau. Ja, worum soll es hier gehen? Warum macht es überhaupt Sinn, was wir uns da angucken? Wie schauen die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen aus? Es gibt immer mehr Geräte, das ist die Quintessenz letztendlich, aber es hat sich über die letzten Jahre relativ viel getan und einige Bereiche haben einen richtigen Boom gehabt und damit hat das Ganze nochmal mehr Präsenz bekommen. Vor vielen Jahren, so 15 bis 20 Jahren, bestand ein Netzwerk primär meistens aus irgendwelchen Rechnern, Laptops, Servern oder Workstations, auch in Firmen. Da waren auch nicht so viel extrem vernetzt, mal von einigen Ausnahmen abgesehen. Dann gab es Mitte der 2000er ja den Boom durch die Smartphones, die dann auch immer mehr in die Netzwerke gekommen sind, das heißt natürlich über das mobile Netzwerk oder auch zu Hause im eigenen WLAN. Der nächste Schritt war dann wenige Jahre später der Boom mit IoT, alle möglichen Geräte, die auch angefangen haben, hey, wir könnten auch Netzwerkverbindungen nutzen, um ins Internet zu kommen, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist natürlich nicht nur im Heimnetzwerk so, sondern auch in Firmen. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich mittlerweile ein TV-Gerät, das auch eine Netzwerkverbindung hat, ob ihr die jetzt nutzt oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Leute nutzen Streaming-Boxen statt dem Satellitenanschluss. Die Konsolen, wenn man sich noch an die Zeit um die 2000 erinnert, da hatte ich kaum eine Konsole einen Netzwerkanschluss. Mittlerweile gehört das auch dazu. Die Spiele werden digital eher gekauft statt analog. Und das heißt, immer mehr Geräte kommen dazu, die im Netzwerk irgendwas machen wollen, die ins Internet kommen wollen, die miteinander kommunizieren wollen. Wenn ihr Eigenheimbesitzer seid, habt ihr euch sicherlich auch schon mit Sachen befasst wie Smart Home, Smart Meter oder sonst irgendwas, Geräte, die ihr daheim habt. Klassiker ist immer der Kühlschrank oder die Waschmaschine, die am Netzwerk hängt, aber es ist nun mal so. Und auch in den Unternehmen hat sich viel mehr getan, dass einfach viel mehr Vernetzung dabei ist. Die Fabriken sind moderner geworden, mehr digitalisiert, haben Sensorik dabei, die über das Netzwerk miteinander kommuniziert. Also wir sehen, Geräte, die im Netzwerk sind, werden immer mehr und nicht weniger, im Gegenteil. Damit ergeben sich natürlich auch gewisse Herausforderungen. Die Update-Politik mancher Geräte oder mancher Hersteller ist ein bisschen fragwürdig. Es gibt zum Teil Smartphones, die nach zwei, spätestens drei Jahren auf einmal keine Updates mehr bekommen. Betrifft billige IoT-Geräte genauso, das ist manchmal noch schlimmer, dass da zum Teil schon die Sicherheitslücken und die Fehler beim Auslieferungszustand schon da sind und es keine Updates mehr gibt. Also das ist eine Herausforderung, die ich habe. Digitalisierung bringt uns immer weiter voran, aber bietet natürlich auch immer mehr Angriffsflächen. Ihr kriegt es in den Nachrichten auch immer mehr mit, wie über unterschiedlichste Wege in Netzwerke eingedrungen ist, Leute Probleme haben, dass jetzt nicht nur der Rechner befallen ist von Ransomware, sondern eventuell auch irgendein Gerät zu Hause. Wie gesagt, wenn die Ransomware-Meldung auf einmal auf dem Kühlschrank aufpoppt, dann weiß man, was Sache ist. Und das große Problem ist, dass halt oft schon ein einzelnes Gerät im Netzwerk reicht, das kompromittiert ist, das irgendeine Schadsoftware drauf hat, um die Türen aufzumachen und weitere Schadsoftware nachzuladen auf andere Geräte, dass das sogenannte Lateral Movement dann oft genannt wird. Ich suche mir ein einfaches Angriffsziel aus und springe dann auf die anderen Systeme und versuche Schaden anzurichten. Das heißt also, das Augenmerk auf die Geräte wird viel mehr. Und noch ein Nebenaspekt ist natürlich auch der Datenschutz. Teilweise ist es durchaus auch interessant zu sehen, was Geräte an Daten verschicken. Will ich das überhaupt? Ist das überhaupt so legal und legitim? Also wir sehen, die Zahl der Geräte, die wir in irgendeiner Form pflegen müssen, steigt massiv. Und wir wollen einen gewissen Überblick haben, was wir damit machen. Eine Möglichkeit, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ist das Netzwerkmonitoring. Die Systeme wollen miteinander kommunizieren, wollen nach draußen kommunizieren. Also schaue ich mir doch eventuell an, was die ganze Zeit machen. Grundsätzlich kann man jede nächtliche Netzwerkkommunikation sich anschauen, hängt natürlich immer von den Gegebenheiten ab. Und das Ganze kann auch im Normalfall passiv erfolgen. Das heißt, ich muss nicht irgendwo aktiv
in mein Netzwerk oder mein System eingreifen, um eventuell neue Probleme zu bekommen, weil dann die Latenz steigt oder sonst irgendwelche Sachen daherkommen. Das gibt es auch. Es gibt sogenannten IPS und aktiven Modus gibt es schon auch, dass man sich da direkt schützen möchte. Aber ich kann auch erstmal passiv protokollieren und anschauen, was da los ist. Man kann gewollte Kommunikation, ungewollte Kommunikation erkennen. Man kann eventuell auch damit schon kompromittierte Systeme erkennen, weil man sieht, okay, dieses System sollte nie nach Hause telefonieren, warum macht es das? Oder warum redet es ausgerechnet mit den Servern in Russland oder in sonstigen Ländern? Kann dabei schon helfen. Es kann auch einen Nebeneffekt haben, dass ich einfach mal eine Inventarisierung oder Bestandsaufnahme vor meinem Netzwerk mache. Also wir haben schon oft genug gesehen, dass manche Kunden ganz erstaunt sind, was für Geräte zum Teil noch im Netzwerk aktiv sind, weil sie dann halt die IP-Adresse sehen oder die MAC-Adresse und sagen, ja, das sollte eigentlich schon seit 5 Jahren abgeschaltet sein. Kann auch manchmal daheim einfach interessant sein, einen Überblick zu bekommen, was habe ich denn für Geräte, was kommuniziert denn da überhaupt. Und es kann natürlich auch bei Engpässen oder bei Monitoring auch behilflich sein, da eine gewisse Analyse zu haben, was an Kommunikation da möglich ist. Ja, Lateral Movement habe ich schon angesprochen, ist nicht nur im Firmenumfeld, dann natürlich nochmal prädestinierter und interessant. Ein Ransomware-Einfall auf einem System kann sich dann natürlich auf weitere Systeme befallen, wenn die natürlich für Angriffe möglich sind. Bei IoT-Geräten ist es so, die verwenden sehr oft so eine Art Service Discovery, dass die erstmal ins Netzwerk rumbrüllen und sagen, hey, hallo, hier bin ich, wer will mit mir reden? Und wenn man da unterschiedliche Hersteller miteinander mischt, ist es manchmal von Vorteil oder von Nachteil, dass die auf einmal miteinander sprechen und kommunizieren. Manchmal will man das aber nicht oder kommunizieren fehlerhaft. Also auch da sieht man, die Interkommunikation mit den Systemen spielt auch eine große Rolle. Das Ganze kriegt man natürlich nicht geschenkt. Das ist ein gewisser Aufwand der Implementierung. Hängt immer davon ab, was ihr letztendlich erreichen wollt. Ein großes Firmennetzwerk ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe, da das Monitoring einzurichten, als wenn ihr das in eurem Heimnetzwerk machen wollt. Man braucht gewisse Zusatzhardware, wenn man es vernünftig machen will, gewisse Softwarekomponenten, die einem dabei helfen. Und eine gewisse Überlegung ist auch angebracht, was die Netzwerkarchitektur betrifft. Weil es ist relativ klar, je nachdem, an welchen Stellen ich den Netzwerkverkehr abgreife, sehe ich entweder alles oder nur gewisse Teile. Einfaches Beispiel, ihr habt irgendeinen Switch oder habt einen WLAN-Access-Point und da kommunizieren Geräte miteinander, untereinander. Wenn ihr erst später an irgendeiner Stelle den Netzwerkverkehr abgreift, seht ihr den zum Beispiel nicht. Wenn sozusagen Laptop A und Smartphone B miteinander kommunizieren, das läuft über den Access-Point, wandert aber eventuell nie bis zu eurem Switch an eurem Hauptrouter. Also da muss man sich immer Gedanken machen, welche Kommunikation habe ich wo, welche möchte ich abgreifen. Es kann auch manchmal sein, dass Tunnelprotokolle im Einsatz sind. Das muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich die erstmal sozusagen den Tunnel auseinandernehmen muss, um reinzugucken. Verschlüsselte Verbindungen, ich sehe zwar die Verbindung selbst, also ich sehe, wenn ich zum Beispiel eine verschlüsselte Verbindung zu einem VPN-Server aufmache, sehe ich, wie meine Verbindung aufgebaut wird. Ich kann natürlich nicht mehr in die Inhalte direkt reinschauen. Also ich habe eine Möglichkeit, die Verschlüsselung zu brechen oder habe den privaten Schlüssel. Fehlerhafter Traffic kann es auch kaputt machen. Es ist manchmal faszinierend, in Unternehmensnetzwerken zu sehen, wie kaputt manche Geräte konfiguriert sind und es irgendwie trotzdem noch ansatzweise funktioniert. Macht es aber natürlich eine Erkennung schwer, wenn Fehler in der Netzwerkverkehr sind, weil letztendlich wird der Netzwerkverkehr mit einem Parser angeschaut und wenn da Sachen drin sind, die ihr nicht erwartet, kommt es zu Problemen. Und die andere Frage ist natürlich, darf ich den Netzwerkverkehr so monitoren? In vielen Firmen gibt es da gewisse Regeln, dass die Daten nur eine gewisse Zeit lang aufgehalten werden dürfen oder dass gewisse Netzwerkbereiche gar nicht überwacht werden dürfen, weil dort persönliche Daten sichtbar sind. Ja, wie kann ich das Ganze machen? Gibt es unzählige Möglichkeiten. Der einfachste Fall ist, ein Port Mirror zu nutzen. Gibt es bei relativ vielen Switch-Anbietern, wo ihr sagen könnt, diesen einen Port, da möchte ich eine Mirror einrichten, der soll alles kopieren, was drüber läuft und das möchte ich mir angucken. In größeren Netzwerken kann man einen Erstbahn-Port machen. Manche Firmen setzen ganze Packet-Broker ein. Da wird es dann aber schon sehr teuer und sehr umfangreich. Es gibt sogenannte Tap-Devices, die letztendlich zum Beispiel bei Glasfaser das Lichtsignal auseinandertrennen. Das heißt, die normale Verbindung geht weiter, aber es wird ein Teil vom Lichtsignal abgeleitet. Das heißt, dann kann ich auch mir da den Netzwerkverkehr anschauen. Und das Ganze gibt es natürlich auch bei den unterschiedlichsten Virtualisierungslösungen, auch in unterschiedlichsten Varianten eingebaut, dass ich sagen kann, hier möchte ich gerne abgreifen, leite mir den ganzen Traffic nochmal an eine andere Stelle weiter. Geht auch bei den Cloud-Providern mittlerweile, ist aber nicht ganz billig. Dann sich zu überlegen, an welchen Stellen möchte ich angreifen. Der Klassiker ist, so ist es auch bei vielen der erste Schritt, dort, wo ich die Verbindung ins Internet habe, da möchte ich erstmal abgreifen, entweder vor oder nach meinem Router, das ist Geschmackssache, weil wenn man sozusagen direkt am Internet hängt, dann sieht man auch jeden Scan, der bei einem reinkommt, der aber von der Firewall geblockt wird, ist vielleicht nicht ganz so spannend oder generiert so viele Daten. Das wird dann oft als Nord-Süd betrachtet, also sozusagen aus dem internen Netzwerk nach draußen ins Internet und zurück. Viele setzen es auch an dem sogenannten Core-Router ein.
hat es vielleicht nicht jeder in seinem Heimnetzwerk, aber nur, dass er es mal gehört hat. Oder man greift es von dem lokalen Switch ab, den ihr je nachdem in eurem Setup aufgebaut habt. Da hat man halt auch die Möglichkeit, wenn die Kommunikation über den Switch hergestellt wird, zwischen zwei Clients zum Beispiel, dass ich auch das sogenannte Ost-West, den Ost-West-Verkehr auch mitsehen kann. Wie mache ich dann die Analyse letztendlich? Entweder habe ich ein All-in-One-Gerät dran stehen, da stecke ich das Kabel an, da wird der Traffic weitergeleitet und das macht alles. Oder ich habe sogenannte Probes oder Satelliten, die ich dort ranstelle, die den Netzwerkverkehr erstmal sammeln, die erste Analyse machen und es an ein zentrales System zur weitergehenden Analyse weiterleiten. Zwei Begriffe noch, SIEM und XOR. Das sind Systeme, die gerade im Enterprise-Umfeld verwendet werden. Das ist ein Event-Management-System oder halt ein Analysesystem. Da kommen einfach gesagt alle Daten rein, gibt es eine schöne UI und dann können Analysten auf den Daten arbeiten, die filtern, sie werden informiert. Manchmal ist es auch so integriert, dass dann die Schicht informiert wird, bitte hier ist ein roter Alarm, bitte kümmert euch darum. Oder dass zum Teil noch weitere Komponenten bei XOR auch mit eingebaut werden, die dann aktiv reingehen. Also eine Firma kann es sein, wenn ein bestimmter Schwellwert von dem Alarm erreicht wird, der sagt, das ist ganz eindeutig Schadsoftware, dann wird zum Beispiel dieser Rechner vom Netzwerk abgeklemmt und solche Sachen gibt es dort. Was kostet der ganze Spaß? Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr viel. Also ihr könnt euch einen 5-8-Port-Switch von unterschiedlichen Herstellern kaufen. Die kosten zwischen 25 und 30 Euro, die bereits so einen kleinen Managed Interface haben. Da könnt ihr einen Port Mirror einrichten. Kostet also wirklich nicht mehr die Welt. Also 5 bis 10 Euro mehr als der normale Switch. Das reicht zumindest für den Heimanwender. Ich rede jetzt nicht hier von 10 Gigabit und größeren Deployments in der Firma. Da braucht man andere Geräte. Aber für daheim, so die ersten Gehversuche, tut so ein Managed Switch, der so einen Port Mirror hat. Dann braucht ihr ein System, wo die Daten hingeleitet werden können. Ihr könnt natürlich euren Laptop oder euren Rechner erstmal nehmen. Das ist eine der Möglichkeiten. Oder man stellt sich ein kleines System hin, das eine vernünftige Netzwerkkarte drin hat. Das ist ganz wichtig, dass der Packet-Capture-Modus funktioniert. Die Daten da gesammelt werden, ausreichend Hardware, und RAM und CPU und ein paar Datenspeicher. Auch so Systeme gibt es bereits für um die 100 Euro. Also wenn ihr zum Beispiel einen Raspberry Pi 4 habt mit genügend Arbeitsspeicher, die 8 GB-Variante oder auch einen Odroid oder so einen kleinen Intel NUC, das sind alles Geräte, die für so einen Einstieg auf jeden Fall erstmal reichen. In großen Firmen kann es dann relativ schnell mal teuer werden, bei so Deployments bis 100 Gigabit, was man sich anschauen will, da skaliert und eskaliert das Ganze auch viel stärker. Natürlich brauche ich ein gewisses Know-how, um mit den Daten auch was anfangen zu können. Ich soll zumindest Grundlagen von Netzwerkprotokollen verstehen und auch wissen. Wenn ich nicht weiß, was TCP/IP ist, werde ich auch mit den Daten, die ich da bekomme, nicht viel anfangen können. Und ich muss halt die Software auch bedienen können. Wenn es dann ganz in die Tiefe geht, wirklich einen Vorfall ins Detail zu analysieren, zu gucken, was war es für eine Mail, wer was hat die gemacht, kommt man natürlich auch irgendwann in den Bereich, wo man dann das Expertenwissen braucht, um das letztendlich auszuwerten. Aber ist ja vielleicht nicht immer zwingend notwendig. Ja, kommen wir zu SELX, eine Linux-Distribution, die Open Source ist, die ihr verwenden könnt, eine der Distributionen, die ihr verwenden könnt, um das Ganze zu machen. Für was steht SELX? Das steht für Suricata, Elasticsearch, Logstash, Kibana und Stamos Community Edition, alles Open Source Projekte, die direkt dort mit integriert sind. Mittlerweile sind auch weitere dazugekommen, die ich hier aufgelistet habe, Archime, EVEbox und CyberChef. Der Name hat sich aber jetzt erstmal nicht weiter geändert, ist aber relativ üblich, ihr kennt es ja auch von Kali Linux oder anderen Distributionen, es kommen halt auch mal neue Werkzeuge dazu. Ja, es ist eine IDS, IPS, NSM-Distribution, die direkt auf diesen Einsatzzweck ausgelegt ist. Es ist eine GPL-V3-Lizenz, also komplett Open Source. Der Unterbau ist Debian. Im Endeffekt ist es auch, das Rad muss man nicht neu erfinden, man kann viele Sachen bereits hernehmen, die schon da sind. Man kann es entweder als ein ISO runterladen, wenn man es auf Hardware installieren will oder halt als Live-System nutzen will. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, Docker-Container, also das Docker-Setup runterzuladen mit Docker Compose, dann ist es auch relativ schnell mal aufgesetzt. So habe ich es jetzt für den Testzweck hier heute auch auf meinem Laptop gemacht. Hardware-Anforderung ist, ein paar CPU-Kerne wären nicht schlecht, weil gerade der X-Stack doch ein bisschen was an Performance braucht. Auch das Packet-Capturen ist einfach sehr CPU-lastig, das Ganze, und genügend Arbeitsspeicher, um halt die Daten auch zwischenzuspeichern. Der Speicherplatz, ungefähr so 10 GB für das Betriebssystem, für die ganzen Tools müsst ihr rechnen und dann, was ihr an Daten generiert. Das ist natürlich, wenn ihr nur ein paar Mbit protokolliert, dann reichen da 5 GB ewig lang. Wenn ihr aber halt eine Verbindung habt, wo ständig irgendwie 5 GB drüber ballern, dann kommt man in den Gigabyte- und Terabyte-Bereich dran, je nachdem, wie lange man die Daten aufhalten möchte. Die Zielgruppe dafür sind eben Heimanwender und kleine Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen, die das Ganze mal ausprobieren und sich anschauen wollen.
große Enterprise-Firmen kaufen dann natürlich auch die Enterprise-Varianten. Support gibt es via Discord oder per GitHub, wie es bei vielen Open-Source-Projekten eben üblich ist. Ja, was macht Selx als großes Konstrukt oder was ist die Idee? Ihr habt irgendwo Netzwerkverkehr, der herkommt, sei es PCAP, sei es euer lokales Netzwerk oder ihr habt es in der Cloud irgendwo laufen. Die Daten kommen zu Selx rein und Selx produziert für euch einen gewissen Output. Das heißt, Alerts, wenn irgendwelche Signaturen getriggert haben, die Transaktionen, der ganze Netzwerkverkehr selber, ohne jetzt auf Alerts einzugehen, die Verbindungen, die dort sind, wenn es jetzt ein PCAP war oder wenn ihr nachdem, was ihr für Daten auch habt, könnt ihr auch PCAPs generieren lassen. Das heißt, ihr nehmt den Netzwerkverkehr auf und könnt danach bestimmte Teile des Netzwerkverkehrs als PCAP runterladen und zum Teil auch Dateien, die extrahiert worden sind. Wenn da also ein Download dabei war, der im Klartext war, dann kann es auch sein, dass, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Pakete verloren gegangen sind, ihr dann auch die Dateien, die übertragen worden sind, extrahieren könnt. Sei es Word-Dokumente oder sonst irgendwas, gerade typischer Anwendungsfall. Word-Dokument mit Makros hat einen Alert getriggert, dann kann man sich das Dokument auch runterladen und weiter analysieren. Wie könnt ihr sowas einbauen? Das ist eine der Möglichkeiten, eines der Beispiele, zu sagen, okay, ich habe hier irgendwo mein Hauptswitch vor meinem Router oder meiner Firewall. Ich ziehe da einen Mirror-Port raus, docke das Selx an und schaue dann letztendlich selber auf dem System drauf, was hat sich da so an Daten ergeben und generiert. Kommen wir kurz noch zu den einzelnen Komponenten, die verbaut sind. Suricata ist ein Intrusion Detection und Prevention System, als auch ein Network Security Monitoring System. Also ich kann es auch unabhängig von Signaturen verwenden. Ist auch Open Source Software, könnt ihr also auch unabhängig davon betreiben. Gibt es auch schon seit mehreren Jahren. Und ist normalerweise, die Alerts sind auf Signaturen basiert. Also es gibt zum Beispiel von Emerging Threats das freie Regelset, das kann jeder kostenlos runterladen und verwenden, das zur Detektion schon verwendet werden kann. Aber es generiert eben auch noch zusätzliche Metadaten. Ja, einige von euch kennen es auch. JSON ist ein beliebtes Dateiformat, das wird auch dafür die Logs verwendet, in denen relativ viel drinsteht. Schauen wir uns aber auch gleich noch im Detail an. Funktioniert auf allen möglichen gängigen Betriebssystemen. Natürlich sind Linux- und BSD-Systeme prädestiniert, weil darauf die meisten Sachen hin optimiert sind. Es gibt dedizierte Protokollparser, die dann nochmal zusätzliche Daten euch generieren, das heißt HTTP, SMB, NFS oder sonst irgendwas. Es können, wie gesagt, Daten extrahiert werden, die dann auch zwischengespeichert werden können. Ihr könnt auch den Full-Packet-Capture-Modus anmachen, dass auch gleichzeitig nochmal der komplette Verkehr gespeichert wird. Frisst halt viel Performance, auch viel Speicherplatz, aber kann manchmal interessant sein für die nachgehende Analyse. Und mit Version 7 ist es auch möglich zu sagen, ich möchte zum Beispiel nur von einem Alert das PCAP haben, dass ich dann später sagen kann, okay, da gab es einen Befall, ich möchte mir genau die Kommunikation nochmal im Detail anschauen und alles nochmal rekonstruieren. Das ist halt gerade für Leute, die Malware-Analyse machen, sehr spannend. Die Optimierung ist auch auf High Performance ausgelegt. Wir kennen mittlerweile Setups, die bis 100 Gigabit schaffen. Da redet man aber halt dann auch von Hardwarekosten im mittleren fünfstelligen Bereich, mehrere CPU-Kerne oder mehrere wirkliche CPU-Sockel auf dem System. So ein Dual-AMD-EPIC-System ist da oft im Einsatz, also 256 bis 512 Kerne, halbes Terabyte Arbeitsspeicher. Also das ist schon relativ viel, was man für so ein großes Setup dann auch braucht und halt auch spezielle Netzwerkkarten. Ja, ELK, das ist, nehme ich jetzt in einem Verbund, das sind Elasticsearch, Logstash und Kibana. Ich denke mal, einige von euch kennen auch diesen sogenannten ELK-Stack. Elasticsearch ist im Endeffekt, vereinfacht gesagt, die große Datenbank, in der die ganzen Daten im JSON-Format abgespeichert werden, die eine Volltextsuche ermöglicht und auch eine REST-API hat. Ein bisschen problematisch ist jetzt, dass sie die Lizenz gewechselt haben. Ehemals war das Apache 2-Lizenz, aber durch den Streit mit AWS haben sie jetzt dieses Dual-Licensing-Modell da gewählt. Muss man schauen, wie es da in Zukunft weitergeht. Logstash ist einfach das Tool, was auf dem Rechner läuft oder auf dem System läuft, was den Packet Capture bekommen hat und dann die Logdaten weitergibt. Und mit Kibana kann man sich das Ganze optisch schön anschauen und dann letztendlich die Arbeit machen auf den Daten, die im Elasticsearch drin sind. Ja, die Stamos Community Edition, das ist die Web-UI, die letztendlich auf dem Ganzen nochmal oben drauf setzt. Zum einen ermöglicht, die ganzen Sachen einzurichten und zu managen. Ist auch im Endeffekt ein Teilsystem, dessen, was dann in der Enterprise-Variante von unserer Firma ist, werden immer Teile in dieses System mit reingenommen. Da war eine Frage. Also wenn der ELK-Stack jetzt die Lizenz geändert hat, dann ist das da rausfliegt? Also die Version, die wir momentan noch haben, läuft ja noch unter der Apache-Lizenz.
die momentan in unserer Diskussion ist. Aber die neue, ganz neue Version, aber rauskommen jetzt von Elasticsearch, ist momentan die Klärung, wie das jetzt noch mit genutzt werden kann. Da könnte es sein, dass wir dann zum Beispiel auf die Variante von AWS wechseln müssen, der Fork, weil der ist weiterhin unter einer offenen Lizenz. Aber das wird sich letztendlich aktuell sozusagen rechtlich klären, wie da die weitere Verwendung ist. Stand jetzt kann es noch so rausgegeben werden, weil die Versionen, die dabei sind, noch den alten Lizenzstand haben. Bei den neuen Versionen müssen wir es eben klären lassen. Genau. Was kann ich mit der Software machen? Ich kann die unterschiedlichen Signaturenquellen einbetten, mit dazu nehmen. Ich kann eigene Signaturen hochladen, anpassen. Das ist letztendlich die ganze Verwaltung. Und ich habe schon mal eine Vorfilterung für die unterschiedlichen Alerts, die bei rauskommen, und kann eine gewisse Analyse schon machen, neben den Kibana-Sachen. Es hat auch die direkte Integration vom Kibana, EVEbox und CyberChef. Schauen wir uns aber alles gleich nochmal im Detail an. Genau, die Demo, ich hoffe, dass jetzt auch alles funktioniert, wir mussten den Rechner nochmal neu starten, wahrscheinlich ging jetzt irgendwas schief. Aber einfach nur mal die drei Schritte, wenn ihr das mal selber ausprobieren wollt. Im Normalfall, ihr macht einen Git-Klon auf das Projekt. Wenn ihr es mit Docker ausprobieren wollt, geht in den Docker-Ordner, lasst ein Skript laufen und richtet alles ein. Es gibt ein paar zusätzliche Parameter, je nachdem, welche Docker-Version ihr verwendet, muss man da manches ein bisschen anpassen. Aber das ist so die Grundidee, relativ schnell damit schon mal anfangen. Weil gerade viele Fotos machen, ich habe die Folien schon hochgeladen, also die müssten dann auch über die Webseite verfügbar sein. So, dann, ich hoffe, man kann es lesen, ein bisschen ranzoomen noch. Das ist die Web-UI. Erstmal das Begrüßungsbild ist erstmal nicht ganz so spannend. Es gibt den Hunting-Bereich, den schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, weil ich habe ein paar PCAPs vorbereitet für die unterschiedlichen Bereiche. Was wir uns jetzt erstmal anschauen, ist der Teil Kibana. Danach schauen wir uns noch die EVEbox und CyberChef an. So, in dem Elasticsearch ist es so, wir haben ein paar sogenannte Dashboards schon vorkonfiguriert, die ihr verwenden könnt. Müsst ihr natürlich nicht machen. Und ich habe jetzt hier, wir gehen jetzt mal auf DNS, schon mal als Vorauswahl. Ich habe von einem meiner Smart TVs zu Hause mal einen Netzwerkverkehr mitgeschnitten. Ich muss jetzt hier nur einen größeren Zeitabstand nehmen, was schon ein bisschen her ist. Und ich sehe, okay, allein in diesem PCAP, das war so ein paar Minuten aufnehmen, habe ich so und so viele DNS-Anfragen schon mal mit dabei. Wir sehen hier, die meisten gehen nach Amerika rüber. Wir kriegen hier im Endeffekt eine komplette Auflistung. Ich filtere jetzt einmal nur auf den Fernseher, dass wir nicht den ganzen anderen das Rauschen sozusagen entfernen. So, ich sage also, die 198 hinten raus ist das Fernsehgerät. Und ich habe jetzt hier unten mal eine ganze Liste an unterschiedlichen DNS-Anfragen, die dabei sind. Ihr seht hier in so einem sogenannten Flow, ihr seht den Zeitpunkt, wann das Ganze war. Ihr seht die IP-Adresse, den Source-Port und genauso die Destination-IP. Fragt also bei mir lokal das Gateway an nach den DNS-Namen. Nicht sehr spannend, ihr seht hier Netflix. Also das heißt, wenn man den Fernseher anmacht, wird auch schon mal erstmal zu Netflix geguckt. Irgendwelche Sachen zu CloudFront kommen, TV-Hubs, T-Online, klingt alles auch noch relativ legitim. Join kann auch noch passend sein. Das Erste, was jetzt ein bisschen spannend wird, ist zum Beispiel dieser Eintrag, TVX, ADGRX. Das ist eine Domain, die gehört mit zu Samsung, aber ist für die ganze Werbeauslieferung notwendig. Das ist zum Beispiel, hat jetzt mit Sicherheit nur bedingt was zu tun, auch über Werbung kann Schadsoftware ausgelesen werden, aber das kann zum Beispiel sein, sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die Werbung, ich kann aber im Fernseher nicht direkt sehen, wie die Werbung abgefragt wird, so kriege ich mit, wo die Anfragen gestellt werden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen eigenen DNS-Server betreibt oder zum Beispiel auf dem Raspberry Pi das Pi-Hole, könnt ihr sagen, hey, ich trage diese Domain einfach in die Blacklist mit ein, dann sehe ich die Werbung eventuell nicht mehr. Also das ist so ein Nebeneffekt, der bei rauskommt, der mit Sicherheit nur am Rande was zu tun hat. Solche Sachen kann ich bei sehen. Ja, wir sehen hier weiter, Sky ist mit dabei, wir sehen das Werbenetzwerk wieder, TV Now, und die Liste geht immer weiter. Also man sieht letztendlich, wenn man sich das am Fernseher dann auch anschaut, wie die einzelnen Icons von den unterschiedlichen Plattformen dabei sind. Und für die ganzen Plattformen sehe ich die DNS-Anfragen. Genau. Was ich auch machen kann, ist zum Beispiel, scrollen wir nochmal hoch, ich hoffe, das Internet funktioniert auch noch, ich kann zum Beispiel hier draufklicken und dann kriege ich die Info von VirusTotal zum Beispiel zu einer bestimmten Domain, was dahinter steckt. Sie sagen jetzt hier, erstmal nicht schlimm, ist ja auch okay, aber ich kann mir dann zum Teil unter Details ein bisschen mehr Informationen holen und ihr seht hier schon unter den Tags, die da mit dran stehen, Advertisement, Business, Media Sharing. Das heißt also, wenn euch manchmal nicht klar ist, was ist der DNS-Eintrag, dann binden wir halt externe Seiten mit ein, könnt direkt draufklicken und anschauen, was hat es mit dem Ganzen auf sich.
dann schauen wir uns bei den Dashboards nochmal einen anderen Teil an, der zumindest ganz interessant ist, mal zu sehen. HTTP, also das Webprotokoll. Und wir schauen wieder hier nach unten. Wir filtern gleich wieder die Source-IP weg. Und wenig zu verwunderlich, okay, es gibt hier Anfragen zu Samsung Cloud, zu Skycom. Es wird natürlich zum Beispiel geprüft, ob irgendwelche neuen Updates dabei sind. Was dabei zum Teil ganz interessant ist, gibt es mehrere Einträge, die sind auf Port 80. Also das sind immer noch einige der Kommunikationen des TV-Geräts, die im Klartext übertragen werden. Das heißt, dann kann man reinschauen und sagen, okay, was wird denn da übertragen? Man könnte sich zum Beispiel angucken, genau, man sieht es hier weiter. Hier, wir sehen Samsung Accelerator Now TV. Ist relativ klar, was er versucht, da sich zu holen. Spielecenter wird abgefragt. Aber weiter später sieht man auch zum Beispiel hier in Public Network Files Check XML. Das ist im Klartext eine XML-Datei, die abgefragt wird, in der es dann später auch darum geht, welche Firmware runtergeladen werden kann. Jetzt können wir uns ein Beispiel ein bisschen überlegen, sagen, okay, wenn ich weiß, wie Samsung die ganzen Sachen ausliefert, könnte ich auch versuchen, eine Domain irgendwie zu registrieren oder auch ein System oder eine Schadsoftware, die sagt, okay, ich leite auf diese Seite um, die schaut genauso aus und ich lade dann aber andere Firmware runter, in der Schadsoftware versteckt ist. Man sieht dann auch im späteren Verlauf, wenn man das Ganze anguckt, dass teilweise die Firmware-Daten auch noch im Klartext runtergeladen werden. Und das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil man kann dann reingucken, auf der anderen Seite natürlich auch einfacher, ein System damit auf eine falsche Route zu lenken. Was man dann auch machen kann, ist auf den sogenannten Correlate Flow zu gehen. Und dann wird das Ganze in dem sogenannten, das war der falsche, den wollte ich euch nicht zeigen, der war nicht so spannend, den wollte ich. Und da wird dann das Tool Evebox genutzt und ich kann mir die ganze Netzwerkverbindung nochmal in einem anderen Tool ein bisschen anders anschauen. Die sogenannte Flow-ID, das ist eine eindeutige ID, die generiert wird für diese Netzwerkverbindung. Das heißt, wenn ich diese Nummer aus den Daten lese, kann ich alle Teile dieser Kommunikation zuordnen. Wir sehen hier zum Beispiel, das sind die Flow-Daten, also da geht es einfach nur um die Netzwerkverbindung selber. Wir sehen hier, das System hat auf Port 80 nach draußen kommuniziert mit HTTP. Und wir sehen auch hier File-Info, es wurde eine Datei runtergeladen. In dem Fall ist es jetzt einfach die XML-Datei, die runtergeladen worden ist und das Ganze lief über HTTP mit dem GET-Kommando. Und so kann man sich das für alle Flows einzeln nochmal im Detail anschauen. Also ich mache keine zu tiefe Analyse, weil das würde sonst den Rahmen sprengen, aber ich habe die Möglichkeiten, mir das Ganze im Detail eben anzuschauen. So, das war der erste Teil. Dann spielen wir noch ein anderes PCAP. Das freut wahrscheinlich die Freifunker, das müssen die Leute, die gerne mit Hardware basteln. Da geht es jetzt um IoT-Geräte, das wäre jetzt eine Philips Hue Bridge, das ist schon ein bisschen älteres PCAP, das ich gefunden habe. Und da haben wir nochmal so einen netten Seiteneffekt, was man über ein System rausfinden kann, wenn man sich das eben anschauen möchte. So, dann gehen wir wieder auf Dashboard. Wir möchten diesmal mal uns alle Flows anschauen, also mal jeglichen Netzwerkverkehr. Jetzt müssen wir nur wesentlich weiter zurückgehen, dass wir den richtigen Zeitpunkt finden. Genau hier hinten. So. Und wir wollen die Philips Hue nehmen. Das ist diese IP-Adresse, die mit der 118 raus. Und wir sehen auch hier, es gibt wieder DNS-Anfragen, es gibt wieder Abfragen ins Netz, komplett mit Klartext. Was aber ein bisschen spannender ist, sind die NTP-Anfragen. Das ist bloß so, dass in größerem Bildschirm gewohnt bin, das muss ich jetzt ein bisschen kleiner machen. Ja, genau, ich zeige jetzt euch hier mal ein Beispiel, man kann dieses Feld auch aufklappen. Also das ist ja einmal sozusagen von links nach rechts die wichtigsten Daten dabei. Aber ihr seht, dass für so eine einzelne Verbindung viel mehr Daten mit dabei sind. Man sieht zum Beispiel auch die MAC-Adressen, das kann manchmal auch hilfreich sein. Wir hatten ja die Inventarisierung als Beispiel. Welche MAC-Adresse hat das Gerät? Anhand der MAC-Adresse kann ich manchmal auch rausfinden online, welche der Anfang der MAC-Adresse kann manchmal bedeuten, von welchem Hersteller das Gerät ist, wenn ich nicht weiß, welches das ist, und kann mich da jetzt weiterhangeln. Und ihr seht, das sind relativ viele Daten, Geo-IP. Das ist nur eine andere Repräsentation, damit ihr die auch mal gesehen habt, der JSON-Daten. Also wenn ihr die Log-Dateien einfach nur auf eure Festplatte schreibt, dann schauen die letztendlich so aus. Das sind dann diese JSON-Daten. Genau, so, dann wechseln wir mal zu DNS.
weil ich da eine interessante Beobachtung hatte. Warum ich gerade nicht? Machen wir mal 5 Jahre. Ach, da ist, nee, die falsche Source-IP-Adresse war noch. Und zwar wollen wir ja diesmal die Philips Hue haben. Und jetzt habt ihr hier eine Übersicht der DNS-Namen, die aufgerufen wurden. Die Meet und Philips, die sind auch relativ naheliegend. Ja, ich habe hier ein Philips-Gerät, wahrscheinlich will das nach draußen kommunizieren. Aber was ganz interessant war, dass die Anfragen zu dem Zeitserver von OpenWRT mit drin stehen. Stellt sich raus, wenn ihr danach nochmal forscht, gewisse Philips Hue Bridges verwenden als Unterbau OpenWRT, also Open Source Software. Und dann gibt es auch Anleitungen, wie man letztendlich die jailbreaken kann, auf das System kommt und Root bekommt. Aber das ist auch so ein netter Nebeneffekt, den man macht. Man sieht ja, Moment mal, warum fragen die OpenWRT an? Ist jetzt nicht irgendwas, was ich von dem kommerziellen Produkt erwarte, aber dann sieht man zum Teil, dass dort auch nur Open Source Software verwendet wird. Das ist nochmal so ein netter Nebeneffekt. Dann möchte ich euch das mit den Alerts noch zeigen. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr, gell? Ja. Also es gibt im Internet relativ viele gute, fertige PCAPs, die man für so Analyse verwenden kann. Also zum Beispiel malwaretrafficanalysis.net. Da ist auch wirklich Malware mit drin in den PCAPs. Also muss man natürlich auch aufpassen, was man damit macht. Aber es ist schön für so Testbeispiele eben, sich das anzugucken. So, das lief durch, genau. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen anders an. Wir hatten ja bisher keine Alerts hier drin, weil wir hatten einfach nur Netzwerkverkehr und haben jetzt rein nur auf Metadaten geguckt. Jetzt haben wir endlich mal einen Fall, wo auch mal ein Alert getriggert hat, also wirklich eine Signatur gesagt hat, okay, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und jetzt kann man sich das hier angucken. Die ganzen Signaturen, die mit ET anfangen, das ist eben von Emerging Threats. Das ist ein freier Regelsatz, den jeder nutzen darf. Also da ist nichts Kommerzielles jetzt dabei oder nichts direkt Kostenpflichtiges dabei. Und wir sehen, okay, der sagt uns hier Severe, also da ist schon irgendwas relativ Heftiges mit dabei. Es gibt so unterschiedliche Einstufungen. Und dann kann ich auch sagen, ich möchte mal darauf filtern. Und dann sehe ich hier, okay, es gibt einmal die Corporate Policy Violation. Das wäre jetzt erstmal nicht ganz so spannend, aber er sagt mir hier, ein Netzwerk-Trojaner wurde erkannt. Und dann sehe ich hier auch unterschiedliche Signaturen, die mir das mitgeben möchten. Es gibt zum Beispiel einen Suspicious User Agent. Also normalerweise erwartet man ja bei HTTP, dass User Agent Internet Explorer, Firefox, Chrome und so weiter mit drinsteht. Aber wenn da irgendwas ganz anderes drinsteht, das ist zumindest schon mal merkwürdig. Und es gibt halt gewisse Malware, die sehr bekannt ist. Wir haben zum Beispiel hier die GCleaner, nicht zu verwechseln mit der Open Source Software für Linux, die GCleaner lustigerweise auch heißt. Man sieht hier auch CNC, Command and Control. Das heißt, da wurde erkannt, dass da eine Verbindung zu einem sogenannten Malware Command and Control Server mit aufgenommen worden ist. Ich sehe dann hier unten, dadurch, je nachdem, was erkannt wird, ob jetzt sozusagen die Übertragung der Schadsoftware, der Zugriff der Schadsoftware erkannt worden ist, steht manchmal die IP entweder als Source oder als Target dran. Das heißt, für uns ist jetzt interessant, okay, wir haben einen Schadsoftwarebefall. Wer ist denn betroffen? Welches Gerät ist es denn bei uns? Und in dem Fall ist es diese IP hier. Wir können also jetzt, wenn wir uns im Netzwerk oder im Firmennetzwerk sind, sagen, okay, wir schauen uns direkt mal dieses Gerät an, klemmen das vom Netzwerk ab, lassen eine Forensik drüber laufen, gibt es ja nachher jetzt dann gleich auch nochmal einen Vortrag dazu und schauen, was ist denn da passiert? Hat der noch andere Systeme eventuell befallen? Was hat der gemacht? Das heißt, ich kann dann mit ein bisschen Aufwand zum Beispiel auch die ganzen Netzwerkdaten mir angucken und sehen, wann hat das Ganze angefangen? Was hat das System in der Zwischenzeit gemacht? Wenn ich halt irgendwie sehe, zu Zeitpunkt A war der Schadsoftwarebefall und kurze Zeit später versucht er auf einmal auf unseren Active Directory Server zuzugreifen oder versucht auf den FileShare zuzugreifen, dann muss ich natürlich in der Analyse anfangen, okay, was hat er da gemacht? Wurden da Daten extrahiert? Wurde da Schadsoftware implementiert? Das sind also Sachen, an denen man sich dann letztendlich langhangeln kann. Auch hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel für die IP-Adressen zu sagen, ich möchte die externe Information haben, von Virus Total zum Beispiel. Hier sieht man schon, okay, das ist eine IP-Adresse, die war bekannt, in einem gewissen Zeitraum eben Schadsoftware zu verteilen oder halt Teil dieses Malware-Netzwerks zu sein. Damit kriege ich schon mal einen Ansatzpunkt, wo in die Richtung könnte das Problem gehen. Ich sehe auch letztendlich, wo das Ganze war. Oft ist es halt auch so, gerade wenn irgendwelche, es gibt zum Beispiel Signaturen, die direkt gucken, okay, sind russische Server involviert, dann triggert schon mal erstmal was, weil die halt einfach zum Teil dafür bekannt sind, in diesen Bereichen zu agieren.
kriege noch weitere Zusatzinformationen, geht es um den Endpoint, geht es jetzt eher um den Server, was war das Produkt, das infiziert worden ist und so weiter und so fort. Also der Datensatz ist sehr umfangreich und da kann es auch mal relativ kompliziert werden. So, dann möchte ich euch genau hier noch ein Beispiel, noch ein zweites Beispiel zeigen. Und zwar holen wir diesmal, das ist ein PCAP von Wireshark, kennen wahrscheinlich auch relativ viele, die ab und zu machen sie so Challenges, wo man ein PCAP bekommt und analysieren soll und Fragen beantworten soll. Daher holen wir das PCAP jetzt auch, da möchte ich euch dann ein Tool auch noch zeigen. Wir brauchen jetzt wieder Kibana. Beziehungsweise, das können wir eigentlich auch hier machen. Ist durchgelaufen, sehr gut. Wir nehmen bloß die Filter kurz mal wieder weg. Und wir brauchen diesmal... haben wir diesmal eine andere IP-Adresse und da geht es um eine... da steht es leider nicht mehr ganz mit drauf, aber da geht es um eine Datenexfiltration. Das heißt, wir können dann hier auf Alerts gehen. Das ist der Alert, den wir letztendlich sehen. Okay, diese Client-IP-Adresse hat eine Datenexfiltration über SMTP gemacht. Also wurde eine E-Mail verschickt und dabei wurden Daten rausgeschickt. Auch hier kriege ich wieder mal die ganzen Metadaten. Welche Signatur hat getriggert? Was ist das für eine Signatur? Welche Systeme waren involviert? Was hat das ganze System gemacht? Ich kann mir die JSON-Output auch wieder direkt anschauen, wenn ich möchte. Und ich kann mir auch anschauen, welche zusätzlichen Events hängen damit zusammen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Flow-ID hilft bei der Zuordnung. Wir sehen also hier einmal, es gibt einmal eine Anomalie, dass ich eine SMTP-Kommunikation habe, die nur nach außen geht. Also ich warte, der Rechner gar nicht mehr auf die Rückpakete gewartet. Ich habe die allgemeine Netzwerkkommunikation, die ich mir anschauen kann. Und ich habe direkt für das SMTP-Protokoll einzelne Events auch nochmal, die dann auch den SMTP-Teil nochmal ausschlüsseln, wo ich dann auch sehe, wie sah die E-Mail letztendlich aus. Da kann ich dann also auch mit reingucken und sehe da letztendlich die Metadaten der E-Mail. Wir können uns aber auch gleich noch die weiteren Details angucken. Genau, wieder auf die MAC-Adresse. So, wir gehen wieder auf diese Ansicht. Und wir sehen hier unten die Payload, die mitgeschickt worden ist. Und ihr seht, hier wurde ein Login mitgegeben. Das ist aber nicht der eigentliche Login. Wenn man sich ein bisschen mit Dekodierung und Enkodierung auskennt, weiß man, dass das schon Base64 ist. Und dafür ist dann CyberChef ganz praktisch. Base64-Dekodierung kann ich auch mit Kommandozeilentools relativ bequem machen. So ist es nicht. Aber was CyberChef letztendlich macht, ich kann zum Beispiel hier sagen, ich möchte das Ganze aus Base64 konvertiert haben. Ich packe diesen Input ein und ich bekomme unten direkt, was das im Klartext ist. Also wir sehen hier, der eigentliche Login, der da mitgeschickt worden ist, ist marketing@transgear.in. Und das ganz Gleiche können wir auch, dann kommt natürlich das Passwort, das ist ja auch gehasht, aber natürlich jetzt nicht besonders sicher mit Base64. Ihr seht, der Name Passwort steckt so minimal mit drin. Es ist damit mit dabei. Also das sind Sachen, ich habe die Netzwerkdaten, ich habe die Metadaten, ich habe in dem Fall Glück, dass ich das Ganze im Klartext auch noch sehen konnte, die E-Mail, und kann mit einem anderen Tool wiederum relativ schnell rekonstruieren, was wurde da gemacht, was wurde da rumgeschickt. Wenn wir uns die E-Mail noch ein bisschen weiter angucken, sieht man die ganz normalen E-Mail-Header und hier unten kommt dann zum Beispiel, es wird mitgeschickt, was ist denn das für ein System? Aha, das ist ein Windows 11 Pro. Was war ist eine CPU verbaut? Hier ist zum Beispiel auch mitgeschickt worden eine Anfrage, was ist denn die öffentliche IP-Adresse? Das ist natürlich für die auch interessant. Die haben die Schadsoftware da drauf. Das System kommuniziert erstmal nach außen. Kann aber ja sein, dass sie nicht alle Informationen haben. Wird also schon mal die Public IP-Adresse auch mitgeschickt. Alles an Informationen, die sie haben wollen. Und danach sieht man eben Username wird mitgeschickt und es wird das Passwort im Klartext mitgeschickt. Also Datenexfiltration, es wurden Benutzername, Passwort ausgelesen von diesem lokalen System und im Klartext per SMTP an irgendeinen Command-and-Control-Server im Internet geschickt, damit die diese Daten wiederum verwenden können, um anderen Schabernack mitzutreiben. Genau. Das mal als ganz groben Überblick. Wie gesagt, man kann da extrem tief einsteigen. Man kann auch von den Daten sehr erschlagen werden. Aber es gibt sehr viele Open-Source-Tools, die schön miteinander zusammenarbeiten. Nicht jedes muss das Rad neu erfinden. Probiert es gerne aus. Wie ihr auch gesehen habt, es muss nicht immer nur um Sicherheit gehen. Es ist manchmal ganz interessant, einfach zu sehen, was habe ich für Geräte, die daheim laufen oder im Firmennetzwerk? Was machen die? Wo kommunizieren die hin?
Und wie auch das Fall, wie der Fall mit der Philips U-Bridge gezeigt hat, es hilft manchmal einem auch zu sagen, hey, da läuft irgendein System drauf, da möchte ich drauf, was macht das Ganze? Und damit kann Netzwerkmonitoring eben helfen. Fragen, ja? Ganz kurze Frage. Ich habe gesagt, wir haben diesen Set-PC-Netzwerk im Prinzip an den Monitoring oder Mirroring. Port, ja. Und jetzt muss ich doch da dann irgendwie drauf zugreifen auf diese Web-Oberfläche. Brauche ich dazu oder ein zweites Netzwerk? Es wäre zumindest am einfachsten. Also im Normalfall machst du es so, dass du halt zwei Netzwerkports da drin hast. Einen nimmst du für das Capturing, also das Aufnehmen der Netzwerkdaten, die ja passiv weitergeleitet werden. Und du hast einen Port für, wird meistens als Management-Port dann genommen. Da loggst du dich ein und schaust die ganzen Sachen an. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja mittlerweile viele Systeme, die mehrere Netzwerkkarten haben oder über das WLAN dann drauf. Aber du kannst es über den gleichen machen, aber eigentlich, weil dann würdest du ja den Netzwerkverkehr nochmal spiegeln, den du ja gerade eh schon machst, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei, ist die Empfehlung, das getrennt zu haben, ja. Weitere Fragen? Dann vielen Dank, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr noch weitere Fragen habt und noch weiterhin viel Spaß auf dem Linux-Infotag.